Ja, hallo ich mein Lieben und willkommen zum nächsten Clay blamiert sich bei Sportarten, wo er keine Ahnung von hat. Oder auch Eishockey. Das sieht schon mal ein bisschen schneller aus als Soccer, ganz ehrlich. Das sieht aus, als könnte das mehr Spaß machen. Das sieht ein bisschen schnell aus. Sieht auch ein bisschen komplett sauer aus. Ja. Ich habe auch wieder mal keine Ahnung von Sport, weil Sport kenne ich mich sowieso einfach nicht aus, nicht wirklich, weil. Ich meine, wer weiß, wie ich aussehe und was ich für ein Gewicht. Na gut, ich bin jetzt nicht so ein Drachenlord, aber auch jetzt nicht gerade so mega sportlich mit meinen 100 Kilo da. Und dementsprechend, das soll einfach nur unterhalten und wir gucken uns einfach den Kram mal an. Gucken wir mal. So, und ist auf jeden Fall wieder ein Ding, wo wir Weltmeisterschaftskram machen wahrscheinlich. Also USA, Schweden. Polen, Kanada, oh, Russland, okay, und Tschechien, keine Ahnung, kein Deutschland, ich bin immer auf USA, soll's. Wie ich das aus? Ach so, mit B, machen wir auch mal. Und dann mein Gegner auswählen oder was? Keine Ahnung, USA gegen Kanada oder so. Ich wollte eigentlich, nee, warte mal, kann ich nicht zurück? Ich wollte eigentlich noch. Ich wollte nochmal die anderen Einstellungen überprüfen. Post one with a game. So. Wie komme ich denn da auf den anderen Kram da? USA. Ach so. Okay, Kanada. Und dann Speed 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir erstmal die 1 vielleicht. Time 7, 10, 15. 7? Keine Ahnung. Okay. Aha, und jetzt kann ich irgendwie hier so Leute wechseln. Ich habe bloß keine Ahnung, was das heißen soll. Ich lasse einfach mal die Standardsachen. Ich habe keine Ahnung davon. Also, dementsprechend. Okay. Das wird jetzt interessant. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung von Eishockey. Wo bin ich? Da fängt es an. Okay, ist okay. Ja, okay, ist gut. Ja, die Geschwindigkeit ist schon ziemlich hoch. Hilfe! Okay, das ist was komplett anderes aus der Geschwindigkeit her als Fußball. Also, es ist ja Himmel. Ich habe mich gar nicht jetzt gerafft, was abgegangen ist. Weil ich ja irgendwie. Und irgendwie, keine Ahnung, wie funktioniert das Ganze hier? Ne? Oh mein Gott, der wird mich sowas von Kanada wird mich so, ich sag ja, Kanada wird mich sowas von in Arsch ficken hier gerade. Von einem Lauf mit dem Puck. Das ist irgendwie schon ein bisschen lustig, ne? Wo bin ich? Bin ich der blinkende Männchen oder was? Okay, ja, ich werde sowas von verlieren. Was sag ich jetzt schon? 0 zu 3 schon. Die ersten Periode. Wie so viel kann ich hier eigentlich? Das. Oh mein Gott, bin hier schlecht. Also ich bei Soccer habe ich ja noch gewonnen, ne? Bei Fußball. Aber hier werde ich verwurst und komplett in den Boden gestampft. Sind immer lustig, wie der Schiedsrichter in und out of existence klitscht, nicht poppt quasi. Wie kann ich denn? Aha, okay. Nee, ich will den, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich will. Ich will den Programm. Und das ich icing. Was? Hat der erst einen Punkt bekommen? Was? Was ging jetzt ab? Ich habe absolut keine Ahnung von Eishockey. Warum kann ich jetzt hier? Warum? Wie? Was? Was war das? Was ein Foul oder was ich da jetzt gemacht habe? Ich weiß es nicht.
Ja, komm, 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 komm. Ja. Ich raff hier gar nichts. Gut, das ist ja so ein Spiel, da muss man. Was ich halt gleichzeitig auch noch den Torwart steuere, ist ein bisschen seltsam. Das fand ich bei Soccer nicht so. Hier eine komplette Umgewöhnung. Ja, schön, wenn ich wenigstens ein Tor machen könnte. Irgendwie so. Ich habe mein Tor gemacht! Ich habe mein Tor gemacht! Geil! Das will ich mich nein. Ja, wir sind bloß immer noch mit Punkt fünf Punkte im Nachteil. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, komm. Ja, ich sagte, das wird nichts mehr. Das hat sich, glaube ich, erledigt. Ich hätte mich gerne humiliaten, wie auch immer. Oh, ich hab. Oh. Vielleicht habe ich in Kanada auch einen Gegner genommen, der ein bisschen stark ist. Eventuell. Das kann auch sein. Weiß ich nicht. Ob die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben, die einzelnen Mannschaften. Oder ob das schon vom Speed her bestimmt wird. Weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall mega kacke. Dann machen wir mal. Ich weiß noch. Eigentlich habe ich eh schon verloren. Mach mal eben. Egal. Das wird jetzt noch eine kürzere Folge, aber ich habe geguckt in meinem Punktestand an. 2:8. Dann hole ich ihn auf. Ich würde sagen, das war's dann. Und das nächste Mal gehen wir tatsächlich schon dann jetzt auf den Gameboy über. Nämlich mit den Lounge-Spielen vom Gameboy. Deswegen wechseln wir mal eben hier oder tun wir mal eben hier vom NES mal eben weggehen für ein paar Spiele und gehen auf den Gameboy über. Das war's mit Eishockey. Oh mein Gott, bin ich schlecht, Alter. Komplett in den Boden geschampft worden, ey. Na gut, die Sportspiele damals waren natürlich mega schwierig. Also, übrigens, der Typ da hier, der hier nennt mich irgendwie so Mario. Ja, warum? Irgendwie eine Knollennase oder so. Ja, ich wollte sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal beim nächsten Spiel. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.